Trivikramasana ist die Stellung der drei Schritte, benannt nach Vishnu in seiner Gestalt als Trivikrama, derjenige, der alle drei Welten erobert hat. Trivikramasana ist der Spagat auf einem Bein. Es gibt verschiedene Weisen der Handhaltung. Du stehst auf einem Bein, hebst das andere hoch und streckst es aus. Trivikramasana ist benannt nach einem Mythos. Es gab einen Dämonenkönig namens Bali, der die Welt beherrscht hat. Und er hat Vishnu angeboten, er könnte so viel vom Universum haben, wie er in drei Schritten umfassen kann. Und Vishnu stellte sich auf ein Bein, streckte das andere Bein nach oben aus und sprang dann durch die ganze Welt. Mit dem ersten Schritt durch die Erde, mit dem zweiten Schritt durch den Himmel. Und Bali bat, dass Vishnu mit dem dritten Schritt ihn umfassen würde, sodass er auch zur Vishnu gehört. Und so hat Bali, der Dämon, die letztlich die höchsten Bewusstseinszustand erreicht. Er hat sich gereinigt und hat die Gottverwirklichung erreicht. Und so steht Trivikramasana auch für die Transformation von Ego und von Einbildung. Du brauchst nämlich viel Gleichgewicht und Ruhe und die Fähigkeit, über dich selbst hinauszuwachsen.